Auf diesen Panzer habe ich immer mal wieder Lust und da müsst ihr mir leider verzeihen, aber ihr leidet ein wenig darunter, dass ich den Tiger so gern mag und müsst ihn euch heute anschauen. Ich hoffe aber, dass es ein Replay ist, was euch gefällt und damit auch nochmal herzlich willkommen. Klein Groß hat hier das Ganze eingesandt, ist hier mit seinem 7er in ein 8er Gefecht gekommen, aber der Tiger selber, der braucht sich da jetzt nicht verstecken. Der Tiger 1, der kann auch da schon mithalten. Auf jeden Fall nimmt er schon mal eine Route, die eher seltener ist. Heavys fahren gerne mal hier hinterhalb, da wo die anderen da jetzt fahren. Dass er jetzt aber hier den Mittelpunkt machen will, okay, muss auch dazu sagen, ist natürlich schon nicht so ganz leicht hier zu verteidigen. Gerade in Anbetracht dessen, dass er eigentlich alleine ist. Aber scheinbar hält er jetzt hier drüben rauf. Macht hier den Spot. Zieht sich jetzt ein wenig zurück dafür, dass er da nicht vorne, wo er selber gespottet hat, gespottet wird. Und wollte hier auf den 1C schießen, aber leider ist der ins Leere gegangen. Dann macht er den nächsten auf. Auch da ein Stück daneben. Und jetzt hier der 1C. Der Reload dürfte passen und damit kann er den ersten Schaden anbringen. Wo ist denn hier der Bulldog hin? Entschließt er sich vielleicht mal langsam weiterzufahren, weil der Bulldog ist ja zerstört und ansonsten war hier in der Mitte kaum einer. Also von dem her jetzt die Chance, Richtung Skoda da zu fahren. Da ist auch noch ein VK. Da ist der Skoda, aber auf den VK kommt das natürlich besser und trifft da schön rein. Der VK prallt hier bei ihm ab und er kann ihn hier aber dann seines Zeichens gut durch den Helm schießen. Und auch der Skoda kriegt da eine mit. Da kommt er wieder, kriegt aber gleich nochmal eine. So, und da muss er auf den VK aufpassen, da jetzt nicht zu offen stehen, dass man da jetzt nicht zu viele Hits bekommt, aber so ist es schon ganz fein. Und da jetzt nochmal einen, den hat er jetzt so, dass er ihn mit dem nächsten wegmacht. Oh, jetzt fahren sie alle rum. Jetzt bekommt er da viele Hits. Jetzt muss er sich darauf einkonzentrieren. Oh, jetzt wird es natürlich kritisch. Er kann jetzt hier den Skoda wegmachen und von vorne, da Gott sei Dank wird einer zerstört. Er kriegt auch nochmal einen raus und hier, oh, war das jetzt nochmal spannend. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass er das überlebt und er, glaube ich, weiß es selber. Deswegen kommt auch direkt das Fangs, dass er hier den Support an der Stelle bekommen hat. Weil da ging der Schaden von den tschechischen Panzern gut rein und auch der VK hat sein Übliches dazu beigetragen. So, jetzt will er scheinbar auf den KV-4. Der schaut auch noch nicht zu ihm. Ne, der dreht sich jetzt gerade den Turm weg. Das heißt, seine Chance,
darauf zu schießen. Weil der nur auf den Scooter gerade guckt. Jetzt hat er ihn die Arti weggemacht, aber da hat er trotzdem 3 Hits an den Mann bzw. an die Frau bringen können. Aber wenn ich Penetrationen und Frau sage, ist es vielleicht eher unpassend. Also vielleicht sagen, bleiben wir doch beim Mann. So, durch den Durchfahrt vom Cromwell hat er auch hier wieder die Chance, jetzt auf den KV4 weiter zu schießen. Und jetzt nimmt er sich wohl die Arti vor. So, jetzt nimmt er erstmal den raus, um dann das Werk auch bei der Arti zu beenden. Ja. Eieiei. 12-9. Sollte eigentlich alles gut machbar sein. Allerdings ist natürlich hier, wie gesagt, die Runde war schon durch, gerade seine spezielle Runde war durch diese Action hier schon sehr spannend. Also da ist so viel passiert, das konnte ich gleich alles gar nicht mehr direkt kommentieren, so viel war das. So, der Uni fährt jetzt hier stur Richtung eigener Basis und wird dabei natürlich rausgenommen, weil wenn ich da so stupide durch alle Gegner durchfahre, ja, dann muss es natürlich damit enden, dass ich selber zerstört werde. So, jetzt wird nach dem Cap geschrieben, dass doch da gecapped werden soll. Cromwell steht schon drin, scheinbar gibt es hier einen Replay-Bug, weil wir sehen, es wird nicht angezeigt, wie der Cap-Status hier ist. Habe ich mich vorher schon gewundert, aber es ist halt noch eine alte Version, da kann das mal passieren. Nee, eigentlich, nee, ist es sogar 0915, sehe ich gerade. Also keine Ahnung, Replay haben immer mal wieder gerne Probleme und wenigstens sehen wir jetzt, dass die feindliche Basis, nee, auch, also, ach, ja, okay. Also, der Cap ist wohl durchgegangen, sie haben hier gecapped. Wie der Gegner gecapped hat, ist leider unbekannt. Der M6 stand wohl ziemlich wahrscheinlich drin, aber so war es ein Cap-Sieg mit über 4000 Damage und hat da ganze 7 Minuten lediglich dafür gebraucht. Ja, ich fand die Action sehr spannend. Ich hoffe, ihr habt es ähnlich wahrgenommen. Ansonsten Daumen gerne genommen. Bis zum nächsten Mal. Euer Alcaramba.